Ja, war ja irgendwie klar, dass er in ihm ist. Boah, es war knapp. Ja, also dauernd alles kaputt machen, muss man auf jeden Fall immer Energie behalten. Ansonsten, glaube ich, macht es Sinn, so schnell wie möglich hier vorwärts zu kommen, wa? Kann es sein, dass es oben irgendwie so gut wie nie lang geht? Total unnütz. Gott sei Dank bleibt das nicht auf Dauer. Puh, Gott sei Dank. Ist nämlich nervig mit der Energie. Es ist fort. Wasser scheint diese Pest aufzuhalten. Ah. Warum habt ihr das vor mir verborgen? Was? Und mir den Spaß verderben? Ja, und mir den Spaß verderben. Also Wasser hält es auf. Ergo könnten wir in dieser Form auch nicht speichern. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube mal, so eine Zweitwaffe wäre nicht schlecht, wa? Ja, die geliebte Wandattacke, die ist super. Furioser Orkan des Vergessens. Klingt super, werden wir gleich ausprobieren. Offensichtlich halten die aber ganz gut was aus. Okay. Okay, muss ich wohl mehr mit Kombos arbeiten, damit ich durch die Verteidigung durchbreche, nehme ich mal an. Es sei denn, die rollen sich natürlich weg. Ich gehe mal davon aus, dass die, das war im Übrigen der Orkan. Ich glaube, das stand da nicht umsonst. Ich komme nämlich wohl mit der Attacke durch die Defense von denen durch. Okay. Man kann nicht leben. Nein. Wenn die aber auch mal eine Kombo raushauen, ne, dann ist das so ein Vierer-Hit. Und deine Waffen sind übel schnell kaputt. Immerhin fallen sie tatsächlich durch diesen Orkan immer kaputt, immer um. Das ist ganz okay. Eigentlich schon fast egal. Alle Kombos. Also ich gehe die Waffen schnell kaputt. Das ist ja abartig. Ah, und im Sonnenlicht haben die keine Deckung. Okay. Alles klar. Das erklärt natürlich auch nochmal einiges. Nein, Prinz, mach nicht so viel Akrobatik. Nein, 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 nein. Jetzt hab ich echt Schaden an den Teil kassiert. Stark. So, etwas weniger Akrobatik. Etwas mehr. Echt jetzt? Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das ein Secret-Bereich. Kann das sein? So, immer dieser Vorhang, war das nicht immer so ein bisschen typisch? Und meistens, wenn es zwei Wege auf einmal gibt, also eine Abzweigung, dann war es auch meistens ein Secret. Könnte das sein? Oder war es bei den Fallen ein Secret? Nein, das ist ein Secret, 100 Pro. Ja, Mann. Was bist du denn? Wow! Okay.
Ihr habt zusätzliche Gesundheit erlangt. Ach, jetzt muss man... Also es ist quasi andersrum wie in Teil 2. Da muss man nicht erst vorher die Fallen überleben, sondern man findet das Secret, muss sich dann der Fallen stellen und wenn man die Fallen überlebt hat, dann bekommt man das Secret. Und dann ist alles kaputt. Aha. Ja, geil. Etwas mehr Gesundheit, finde ich auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Sache. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Den Weg zurück, ja, ist ja eben nicht mehr mit Fallen gespickt. Im Teil 2 waren ja die Fallen dann einfach weg. Wie dem auch sei, ist jetzt eigentlich ganz okay. Und der Vorhang hat das Secret wieder eingeleitet, also habe ich schon richtig quasi mir gedacht. Tipptopp! Und das können wir sogar direkt noch abspeichern. Ja, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Aber das Life-Up war super gering, ne? Das war super gering. Also wenn ich sehe, die Energie ging vorher bis genau zur Hälfte. Und jetzt ist sie ungefähr so viel mehr. Das ist schon echt nicht viel. Viel ist das nicht. Aber gut. Soll's wahrscheinlich auch nicht. Dementsprechend viele Secrets wird's geben. Wenn ich mir jetzt an... Wow, 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 wow. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. What the fuck, Alter? Shit! Warte mal. Hallo. Hoch. Hä? So schnell kann ich doch da gar nicht hoch. Oder wo ist der Abschnitt, an dem ich mich nicht getroffen werde? Ich sehe das ja gar nicht. Hätte ich vielleicht die Weitwinkelkamera machen müssen, dann hätte ich es vielleicht besser gesehen. Weil ich gerade sah es so aus, als wäre es auf jeder Position. Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht hilft mir die Weitwinkelsicht. Es war ehrlich gesagt nicht viel zu sehen. Ah, runter, runter, runter. Weitwinkel gibt's nicht. Vielleicht muss ich wirklich einfach nur schnell genug sein. Offensichtlich musste ich einfach nur schnell genug sein. Okay. Ja, gut. Dann eben einfach schnell genug. Ach, komm schon. Das wollte ich jetzt eigentlich schon stealthen. Dann halt nicht. Ist ja nicht weiter tragisch. Als der Sand der Zeit den Prinzen heimsuchte, erwachte etwas Seltsames, Durchtriebenes in ihm. Etwas Düsteres. Die 7 Jahre der Flucht hatten den Prinzen bitter und hart werden lassen. Diese Bürde half seinem anderen Ich und gab ihm Stärke. Der Prinz war versucht, sich ihm hinzugeben. Für ihn war es ein Licht im Dunkeln, ein leitender Stern für einen Mann, der alles verloren hatte. Aber was waren seine Absichten? Warum half es? Nur die Zeit konnte eine Antwort geben. Das Hauptsache, die Fallen sind so laut, dass ich schon wieder sie nicht hören kann. Oh, oh. Unnötig sowas. Ach, die gehen alle zurück?
Das habe ich auch nicht kommen sehen. Alles klar. Gut, dass wir jetzt den Sand der Zeit haben, wa? Damit wir solche Sachen, die wir vorher nicht wissen können, ausmerzen können. Soll ich nicht? So, nö, nö. Wir machen hier quasi noch weiter. Schön. Das mal an dieser Stelle fortfahren. Find's immer noch sehr gut bisher. Babylon. Aber so weit weg. Als Kind hätte mir mein Vater geschickt. Sei vorsichtig. Da unten geht was vor. Ist das? Es ist der Wesir. Er ist vollständig verwandelt. Er hat die Macht des Sandes genutzt, um seine Armee zu verwandeln. Und diese Artefakte ermöglichen es ihm, sie schnell durch die Stadt zu befördern. Er scheint die völlige Kontrolle zu besitzen. Es sieht derzeit nicht allzu gut für dich aus. Okay. Ich überlasse dem Wesir Babylon nicht. Weder Stadt noch Thron. The fuck? Er hat den Strahl als eine Art Tor benutzt. Wir folgen ihm hindurch. Töte die Wache des Sandportals, um zu verhindern, dass sie Verstärkung holt. Sobald alle Feinde in der Nähe des Sandportals getötet sind, könnt ihr den Sand der Zeit aufnehmen. Wie hat das verhindert? Oh nein, jetzt holt er Verstärkung. Hey, jetzt noch mal ohne Scheiß. Ich hab mich nicht verdrückt oder so. Damn. Ach so, die holen jetzt einfach so immer mehr. Oh, ich hätte vielleicht einfach zurückdrücken sollen. Offensichtlich holen die ja so viel, die Bock haben. Oh nee, ey. Fuck. Oh, kann ich die Stelle bitte nochmal spielen? Wenn noch einmal einer mehr kommt, habe ich eigentlich schon verloren. Hier bin ich. Ist das Portal jetzt zu? Ihr habt einen neuen Sandbehälter gewonnen. Was, oh. Was geschieht? Das war sicher im Plan vorgesehen, oder nicht? Hübsch. Ach, du solltest fortan bedenken, dass das Betreten von Sandportalen nur Scherereien bereitet. Ich werde mich besser wieder den herkömmlichen Transportmitteln zuwenden. Hoffentlich mit größerem Erfolg. Ach komm, warum der Surf jetzt nicht funktioniert? Okay, egal. Haben wir ihn runtergeschubst? Also diese Portale geben uns einen Sandbehälter. Gerade sagen, das ging, glaube ich, gewaltig in die Hose, das Ding zu greifen.